Guten Morgen, liebe Pilgerinnen und Pilger. Ich befinde mich hier in Leba und werde in 2 Tagesetappen nach Leborg pilgern. Dieser Bahnhof hier wird nur noch im Sommer angefahren. Dann ist fertig. Durch den Winter und im Frühling und Herbst fahren da keine Züge. Übrigens, heute bin ich auf dem Jerusalem-Pilgerweg unterwegs, hier in Polen. Dieser Pilgerweg führt fast auf der ganzen Strecke mit dem Jakobspilgerweg zusammen, nur in die umgekehrte Richtung. Leba ist ein sehr touristischer Ort. Das da ist die Jakuba Apostola Kirche, ein bisschen außerhalb schon von Leba. Ich schaue jetzt, ob die offen hat. Jetzt befinde ich mich schon ziemlich außerhalb von Leba. Ein Außenquartier. Auch schön da draußen. Schönes kleines Dorf. Von da hier unten kommt der E9 hoch und ich gehe jetzt so diese Richtung weiter. Der E9 geht dann da nach hinten und ich gehe hier geradeaus. Jetzt konnte ich die Häuser verlassen. Übrigens, heute bin ich den größten Teil auf asphaltierten Straßen. Ganz ein schöner Wald und da hier geht es immer ein bisschen rauf, dann wieder ein bisschen runter. So habe ich doch noch ziemlich Abwechslung. Und jetzt habe ich noch was Interessantes gesehen. Da ist doch einer mit einem Fahrrad neben mir vorbeigefahren
und hatte einen Sessel aufgeladen. Irgendwie auf dem Lenker. Sah noch gut aus. So, da der Wald. Schön Moosboden. Da hier noch eine große weite Ebene. Und dann da vorne kommt der erste kleine Hügelzug. Und da vorne auch schon das erste Dorf. Da hier ist nicht so viel produktives Land. Alles voll mit Gestrüpp. Und auf dieser Seite ist dann schon mehr produktiv. Und da noch am Wegesrand der blühende Ginster. Das erste Dorf habe ich erreicht. Da gehe ich jetzt aber nicht ganz durch. Von da bin ich jetzt gekommen und ich gehe jetzt diese Straße weiter. Jetzt bin ich wieder in einem Dorf. Übrigens, diese Dörfer hier haben alle auch noch einen deutschen Namen. Oder fast alle. Kommt noch vom früher her, wo hier auch noch Deutsch gesprochen wurde. Da habe ich wieder eine Kirche von mir. Geh mal schauen, ob die offen hat. Sind doch noch ziemlich große Dörfer. Da drüben alles voll mit Ginster. Oh, das ist so schön. Sieht so schön aus. Ja, vor langer, langer Zeit wurde da Deutsch gesprochen. Kurz nach dem Krieg wurden sie alle vertrieben. Gerade gelb da drüben. Ja, es ist nicht so eine schöne Geschichte. Und jetzt kann kaum noch jemand Deutsch da. Jetzt habe ich die letzten Häuser erreicht. Da alles diese Straße entlang. Zum Glück auf einem separaten Weg. Und weiter vorne komme ich dann noch in eine größere Straße. Jetzt bin ich wieder auf der Eisenbahnlinie von Leba nach Leborg. Und wie gesagt,
um diese Jahreszeit fährt noch kein Zug. Erst dann wieder im Sommer, wenn die Hochsaison ist, gibt sogar einen Nachtzug von Leba nach Krakau. Ja, ist wirklich eine Nebenlinie. Ich habe wieder ein kleines Dorf erreicht. Und da vorne komme ich jetzt in die große Straße von Leba nach Leborg. Jetzt geht es ja noch mit dem Verkehr. Im Sommer hat es dann noch viel, viel mehr. Da habe ich jetzt wirklich eine Autobahn. Dieser großen Straße entlang. Alles geradeaus und geht immer ein bisschen hoch. Hier habe ich ein kleines Tal. Und da immer noch geradeaus. Puh. Da drüben ist eine Spielfarm. Da glaube ich auch Tiere. Und schön gemacht. Aber ich gehe da jetzt nicht schauen. Ich habe noch genug weit. Da wäre der Eingang zu einem Gutsbetrieb. Noch ziemlich bekannt. Ich gehe jetzt nicht noch nach hinten. Ist auch nicht mehr so gepflegt. Man sieht es ja gut von da aus. Noch ein kleiner Bach und eine Ente. Und da hier ist ein kleiner, schöner Teich. Ist dann noch ziemlich groß. Schöne Kirche. Jetzt gehe ich da mal hoch. Diese Kirche noch genauer anschauen. Leider können wir nicht in die Kirche rein. Der innere Teil ist abgeschlossen. Und dort kann ich gar nicht gute Aufnahmen machen. Na jetzt. Das da schön blüht.
dann dieser Eingang. Das man wahrscheinlich kaufen, so wie es aussieht. Schöner Dorfkern, wenn man überhaupt so sagen kann. Da oben ist noch ein Storchennest. Und so viel ich sehe, sitzt noch ein Storch drin. Platz. So ganz schön gemacht da. Runden, der leer ist. Und da eine Bassgeige oder ein Cello mit Blumen. Das sieht jetzt aber ganz schön aus da. Ist gut gemacht. Schönes Dorf. Der erste steilere Aufstieg von heute. Da noch das letzte Haus. Das erste Mal, wo es doch ziemlich hoch geht. Dann gespannt die Aussicht, die ich von oben habe. Da sieht man jetzt auf die große Straße runter und ich bin auf dem ersten Hügel oben. Und dann habe ich noch den ersten Naturweg von heute. Endlich! Das ging jetzt lang, lang. Schöne Aussicht von da oben. Ist doch da schon ziemlich hügelig. Nicht mehr so flach wie bis anhin. Und da vorne, da blüht es ganz schön. Es ist mir etwas Spezielles aufgefallen auf diesem Weg. Ich habe schon sehr, sehr lange keine Muschel mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob der Jakobsweg überhaupt noch da durchgeht oder nicht. Ich weiß nur, mein Weg ist hier durchgeplant. Vielleicht kann ich dann morgen schon wieder mehr sagen. Bin ich durch diesen Naturweg runtergekommen. Da ist noch eine Grube, aber die wird nicht mehr benutzt. Bin ich schon wieder im Tal unten.
wie das da blüht. Das ist eine Pracht. So schön. Jetzt bin ich doch noch ein bisschen in der Natur. Ist da hier ganz, ganz schön. Und es auch blüht hier. So gefällt es mir jetzt doch auch noch. Einen Birkenwald. Da lichtet sich der Wald wieder. Und ich bin auch schon fast am Ziel, es geht nicht mehr so weit. Noch einen ziemlich steilen Aufstieg. Und dann habe ich es für heute geschafft. Und morgen kommt dann noch der zweite Teil. Es ist da hier doch eine ziemlich hügelige Landschaft. Da auf dieser Seite ist wieder alles flach. Und ich glaube nicht, dass da der offizielle Pilgerweg noch durchgeht. Da vorne sind noch Kühe am Weiden. Schaut einmal, wie da der Weg aussieht. Da ist schon lange niemand mehr durchgegangen. Ich gehe wieder zurück und da vorne geradeaus. Glaube ich besser. Die Wanderwege verschwinden da halt ab und zu. Gehen wir da wieder zurück, ist ja nicht so weit. Üben weiden noch die Kühe. Von da bin ich gekommen und jetzt wollte ich da hinten durch. Da ist auch noch ein Wanderweg eingezeichnet, aber der ist nicht mehr so gut. Jetzt gehe ich halt hier geradeaus. Da komme ich auch an mein Ziel. Da ist noch ein Bach. Da über diesen Hügel da vorne muss ich dann jetzt hoch. Das Windräder. Von da bin ich gekommen. Und irgendwo da drüben wäre mein Weg weitergegangen. Aber es ist ja hier auch schön. Da gefällt es mir. Endlich nicht alles der Straße entlang. Da hier ist ziemlich sumpfiges Gebiet.
Aber da gefällt es mir trotzdem, dass alles flach ist. Ja, da sind ziemlich viele Windanlagen. Das da ist eine Gedenkstätte. Glaube ich, irgendwie noch ein Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Da hier habe ich jetzt den letzten Aufstieg und jetzt fallen doch ein paar Regentropfen. Ich hoffe, dass ich noch zum Ziel komme. Ohne natürlich nass zu werden. Jetzt geht es da noch durch diesen Graben hoch. Ah, ich glaube, ich gehe da ein bisschen hinten um. Schon fast wie bei mir zu Hause. Jetzt gegen den Schluss wird es noch fast romantisch. Da oben wurde heute noch gemäht. Ich habe die Ortschaft Gees erreicht. Das ist nicht so groß. Und da gehe ich dann jetzt auf den Bus. Da vorne sehe ich mein Ziel. Schöner Rapsfeld.